Karlsson zaubert mit dem Hund Aalberg. Am nächsten Morgen kam eine kleine, verschlafene, strubbelige Gestalt im blaugestreiften Pyjama auf bloßen Füßen zu Mama in die Küche hinausgetappt. Birger und Betty waren in die Schule gegangen und Papa ins Büro. Aber Lillebror brauchte erst etwas später zu gehen. Und das war gut so, denn er wollte gern ein bisschen mit Mama allein sein in dieser Morgenstunde. Obwohl er ein großer Junge war, der schon in die Schule ging, saß er doch zu gern auf Mamas Schoß, wenn es keiner sah. Man konnte dann so gut reden. Und wenn sie noch viel Zeit hatten, sangen Mama und Lillebrohr und erzählten sich gegenseitig Geschichten. Mama saß am Küchentisch und trank ihren Morgenkaffee und las die Zeitung. Lillebrohr kletterte schweigend auf ihren Schoß und kuschelte sich in ihre Arme und sie hielt ihn dort fest. Bis er ganz wach geworden war. Dieser Spaziergang gestern Abend hatte ein wenig länger gedauert, als beabsichtigt gewesen war. Und als Mama und Papa nach Hause kamen, lag Lillebrohr schon in seinem Bett und schlief. Er hatte sich bloß gestrampelt und als Mama ihn zudecken wollte, sah sie zwei hässliche Löcher in dem Laken. Und es war auch so schmutzig. Irgendjemand hatte mit Kohle etwas draufgezeichnet. Kein Wunder, dass Lillebrohr so schnell eingeschlafen war dachte Mama. Aber jetzt hatte sie den Sünder auf ihrem Schoß und sie wollte ihn wahrlich nicht ohne eine Erklärung wieder loslassen. Hör mal, Lillebror, sagte sie, ich möchte wirklich gern wissen, wer die Löcher in dein Laken gemacht hat. Komm nun aber nicht und sag, es sei Karlsson vom Dach gewesen. Lillebror schwieg und dachte angestrengt nach. Es war ja Karlsson vom Dach gewesen, der die Löcher gemacht hatte. Und nun durfte er es nicht sagen. Dann war es wohl das Beste, auch das mit den Dieben zu verschweigen. Denn Mama würde auch das nicht glauben. »Na«, sagte Mama, als sie keine Antwort bekam. »Frag doch lieber Gunilla«, sagte Lillebror listig. Gunilla konnte Mama erzählen, wie alles zusammenhing. Ihr musste Mama ja glauben. »Aha, Gunilla ist es also gewesen, die das Laken zerschnitten hat«, dachte Mama und sie fand es sehr anständig von Lillebrohr, dass er nicht petzte, sondern Gunilla selbst erzählen lassen wollte, was sie angestellt hatte. Mama drückte Lillebrohr schnell einmal an sich. Sie beschloss, jetzt nicht weiter nach dem Laken zu fragen. Aber Gunilla wollte sie sich mal vorknöpfen, wenn es sich so ergab. Du hast Gunilla wohl furchtbar gern, was? fragte Mama. Ja, ziemlich, sagte Lillebrohr. Mama schielte wieder ein bisschen in die Zeitung und Lillebro saß schweigend auf ihrem Schoß und überlegte. Wen hatte er eigentlich alles gern? Vor allen Dingen Mama und dann Papa. Birger und Betty hatte er manchmal gern, besonders Birger. Aber manchmal war er so böse auf sie, dass er hätte platzen können. Carlson vom Dach hatte er gern und Gunilla hatte er gern, ziemlich. Vielleicht heiratete er sie mal, wenn er groß war, denn eine Frau musste man ja wohl haben, ob man wollte oder nicht. Wenn er auch am liebsten Mama heiraten würde, aber das ging vielleicht nicht. Als er so weit gekommen war, fiel ihm plötzlich etwas ein, was ihn unruhig machte. Du sag mal, Mama, wenn Birger groß ist und er stirbt, muss ich dann seine Frau heiraten? Mama stellte verwundert die Kaffeetasse hin. Wie um alles in der Welt kommst du denn darauf? fragte sie. Es schien, als wollte sie anfangen zu lachen, und da bekam Lillebror Angst, dass er etwas Dummes gesagt haben könnte, und er wollte nicht mehr über die Sache sprechen. Aber Mama fragte weiter: Warum glaubst du das? Ich hab doch Bergas altes Fahrrad bekommen, sagte Lillebror widerstrebend. Und seine alten Skier und seine Schlittschuhe, die er hatte, als er so alt war wie ich. Und seine alten Schlafanzüge und Turnschuhe und alles. Aber seine alte Frau brauchst du nicht zu nehmen. Das verspreche ich dir, sagte Mama. Und sie lachte nicht, was ein Glück war. Kann ich nicht dich stattdessen heiraten? schlug lillebro vor. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, sagte Mama. Ich bin ja schon mit Papa verheiratet. Ja, das stimmte allerdings. Was für ein phänomenales Pech, dass Papa und ich in dieselbe verliebt sind, sagte lillebro missmutig aber jetzt lachte mama und sagte nein weißt du was das finde ich gerade gut das meinst du sagte lillebror aber dann muss ich wohl gunilla nehmen fügte er hinzu denn irgendjemand muss man wohl haben er dachte von neuem nach und er fand es überhaupt nicht lustig mit gunilla zusammenwohnen zu müssen sie konnte manchmal ziemlich lästig sein und im übrigen wollte er mit mama und papa und birger und betty zusammenwohnen es war nicht gerade eine Frau, auf die er so besonders aus war. Ich möchte viel lieber einen Hund haben als eine Frau, sagte er. Mama, kann ich nicht einen Hund kriegen? Mama seufzte. Jetzt fing Lillebrohr schon wieder an, von seinem verflixten Hund zu sprechen. Das war fast genauso anstrengend wie das mit Carlsson vom Dach. Weißt du was, Lillebrohr? Ich glaube, du musst jetzt gehen und dich anziehen, sagte Mama. Sonst kommst du nicht rechtzeitig in die Schule. Typisch, sagte Lillebroer grimmig, wenn ich von meinem Hund rede, dann fängst du an von der Schule zu reden. Es machte trotzdem Spaß, heute in die Schule zu gehen, denn er hatte sich so viel mit Christa und Gunilla zu erzählen. Sie gingen wie gewöhnlich zusammen nach Hause, und Lillebroer hatte es seit langem nicht so schön gefunden wie heute, da Gunilla und Christa ja nun Carlsson vom Dach auch kannten. Er ist richtig toll, finde ich, sagte Gunilla. Glaubst du, er kommt heute auch? Das weiß ich nicht, sagte Lillebruer. Er sagt nur, er käme ungefähr. Und das kann jederzeit sein. Ich hoffe, er kommt ungefähr heute, sagte Christa. Gunilla und ich gehen mit dir nach Hause. Dürfen wir das? Meinetwegen gern, sagte Lillebruer. Da schien noch jemand zu sein, der mit ihnen gehen wollte. Als die Kinder eben die Straße überqueren wollten, kam ein schwarzer junger Pudel auf Lillebror zugelaufen. Er beschnupperte ihn an den Kniekehlen und kläffte zutraulich. »Guck mal, was für ein süßer kleiner Hund«, sagte Lillebror ganz aus dem Häuschen vor Freude. »Guck mal, er hat sicher Angst vor dem Verkehr und möchte mit mir über die Straße gehen.« Lillebror war so glücklich, dass er ihn über wer weiß wie viele Straßen hinübergelotst hätte. Vielleicht fühlte der junge Hund das, denn er trabte mit über die Straßenkreuzung und drückte sich dicht an Lillebroers Bein. Wie ist er süß? sagte Gunilla. Komm mal her, kleiner Wauwau. Nee, der will bei mir sein, sagte Lillebroer und packte den Welpen mit festem Griff. Er mag mich. Mich mag er auch, genau so, sagte Gunilla. Der kleine Welpe sah aus, als möge er jeden auf der ganzen Welt, wenn er ihn nur mochte. Und Lillebroer mochte ihn. O oh, wie sehr er ihn mochte. Er bückte sich und streichelte den Hund und lockte ihn und gab eine Menge leiser zärtlicher Töne von sich, die alle miteinander sagen wollten, dass dieser junge Pudel der liebste, liebste, liebste Hund sei, den es gab. Der Welpe wedelte mit dem Schwanz und sah aus, als ob er derselben Meinung sei. Er kläffte und lief fröhlich mit, als die Kinder in ihre Straße einbogen. Lillebror war plötzlich von einer wahnsinnigen Hoffnung erfüllt. »Vielleicht hat er kein Zuhause«, sagte er. »Er hat vielleicht keinen, dem er gehört.« »Natürlich hat er jemand«, sagte Christa. »Halt du deinen Mund«, sagte Lillebror böse. »Was weißt du denn davon?« Christa, der Choffer hatte, was wusste der denn davon, wie es war, wenn man keinen Hund hatte? Überhaupt keinen Hund. »Komm her, mein Hundchen«. Lockte Lillebrohr und war immer mehr überzeugt, dass der Pudel kein Zuhause hatte. Pass auf, dass er nicht mit dir nach Hause läuft, sagte Christa. Das kann er aber ruhig, sagte Lillebrohr. Ich möchte, dass er mit mir nach Hause läuft. Und der Welpe lief mit. Ganz bis vor Lillebrohrs Haustür lief er mit. Und dann nahm Lillebrohr ihn auf den Arm und trug ihn die Treppen hinauf. Ich frag Mama, ob ich ihn behalten darf sagte Lillebror aufgeregt, aber Mama war nicht da. Auf dem Küchentisch lag ein Zettel, dass sie unten in der Waschküche sei und dass Lillebror sie dort finde, wenn er irgendetwas wolle. Aber der Hund schoss wie eine Rakete geradewegs in Lillebrors Zimmer. Und Lillebror und kunilla und Christa rannten hinterdrein. lillebro war verrückt vor Freude. »Er möchte sicher bei mir wohnen«, sagte er. Im selben Augenblick kam Karlsson vom Dach zum Fenster hereingebrummt. Heißer Hopser? schrie er. Habt ihr euren Hund gewaschen, dass er so eingelaufen ist? Das ist doch nicht Schoffer, das siehst du doch, sagte Lillebrur. Das hier ist mein Hund. Das stimmt aber nicht, sagte Christa. Du hast doch gar keinen Hund, sagte Gunilla. Aber ich, ich habe tausend Hunde bei mir oben, sagte Carlsson. Der beste Hundeaufpasser der Welt. Ich habe keine Hunde gesehen, als ich bei dir oben war, sagte Lillebror. »Und Die waren unterwegs und flogen draußen herum, versicherte Carlsson. Ich habe fliegende Hunde. Lillebrohr hörte nicht auf Carlsson. Tausend fliegende Hunde waren nichts gegen diesen süßen kleinen Pudel. Ich glaube, er hat keinen, dem er gehört, sagte er noch einmal. Gunilla beugte sich über den Hund. Auf dem Halsband steht allerdings Alberg, sagte sie. Und dann ist dir wohl klar, dass das die Leute sind, denen er gehört, sagte Christa. Vielleicht ist Alberg tot, sagte Lillebrohr. Wer Alberg auch sein mochte, er konnte ihn nicht leiden. Aber da kam ihm ein guter Gedanke. Vielleicht ist es der Hund, der Alberg heißt, sagte er und sah Christa und Gunilla flehend an. Sie lachten spöttisch. Ich habe mehrere Hunde, die Aalberg heißen, sagte Carlsson. Heißer, Hopser, Alberg. Der junge Hund machte einen kleinen Satz auf Carlsson zu und bellte munter. Seht ihr? schrie Lillebruhr, er weiß selbst, dass er Alberg heißt. Komm her, kleiner Aalberg. Gunella fing den Welpen ein. Auf dem Halsband steht auch eine Telefonnummer, stellte sie erbarmungslos fest. Der Hund hat ein eigenes Telefon, sagte Carlsson. Sagt ihm, er sollte eine Haushälterin anrufen und sagen, er habe sich verlaufen. Das tun meine Hunde immer, wenn sie sich verlaufen haben. Er streichelte den kleinen Hund mit seiner kleinen dicken Hand. Einer meiner Hunde, der Alberg heißt, der war kürzlich weggelaufen, sagte Carlsson. Und da hat er zu Hause angerufen, um Bescheid zu sagen. Aber er hatte sich mit dem Drehdingser beim Telefon vertan, und da landete er stattdessen bei einer alten Majorin auf Kunstholmen. Und als sie hörte, dass ein Hund am Telefon war, da sagte sie Falsch verbunden. Warum melden Sie sich dann? fragte Alberg, denn er ist so ein gescheiter Hund. Lillebroer hörte nicht zu, was Carlsson sagte. Augenblicklich interessierte ihn nichts anderes als der kleine Hund, und er kümmerte sich nicht einmal darum, als Carlsson sagte, er fühle sich zu einem kleinen Spaß aufgelegt. Aber da zog Carlsson einen Flunsch und sagte: Ich mache nicht mit, wenn du dich bloß immer zu mit dem Hund abgibst. Ich darf wohl auch noch ein bisschen Vergnügen haben. Darin gaben ihm Gunilla und Christa recht. Wir könnten eine Zaubervorstellung geben, sagte Carlsson, nachdem er aufgehört hatte zu maulen. Der beste Zaubereimacher der Welt. Ratet mal, wer das ist. Lillebro und Gunilla und Christa rieten auf der Stelle, dass das carlsson sein müsse. Dann beschließen wir, dass wir eine Zaubereivorstellung geben, sagte Carlsson. Ja, sagten die Kinder. Und dann beschließen wir, dass es ein Bonbon-Eintritt kostet, sagte Karlsson. Ja, sagten die Kinder. Und dann beschließen wir, dass alle Bonbons wohltätigen Zwecken zugeführt werden sollen, sagte Carlsson. Hm, ja, sagten die Kinder etwas zögernd. Und da gibt es nur einen wirklichen wohltätigen Zweck. Und das ist Carlsson von Dach, sagte Carlsson. Die Kinder sahen sich an. Ich weiß nicht so recht, begann Christa. Das beschließen wir, schrie Carlsson. Sonst mache ich nicht mit. Und so wurde beschlossen, dass alle Bonbons an Karlsson vom Dach gehen sollten. Christa und Gunilla gingen auf die Straße hinunter und sagten allen Kindern Bescheid, oben bei Lillebrohr solle eine große Zaubereivorstellung veranstaltet werden. Und alle, die wenigstens noch fünf Öre von ihrem Taschengeld übrig hatten, rannten zum Kaufmann und kauften Eintrittsbonbons. Die Bonbons wurden dann an der Türe zu Lillebroers Zimmer abgegeben, wo Gunilla stand und sie in Empfang nahm. Und sie in eine Schachtel legte mit der Aufschrift Für wohltätige Zwecke. Christa hatte mitten im Zimmer Hocker in einer Reihe aufgestellt und hier durfte sich das Publikum hinsetzen. In einer Ecke des Raumes war eine Decke aufgehängt und von dort hörte man ein Gemuschel und ein Getuschel und einen Hund der Kläfte. Was kriegen wir denn zu sehen? fragte ein Junge, der Kirre hieß. Ist alles nur Blödsinn, dann will ich mein wieder haben. Weder Lillebrohr noch Gunilla noch Christa mochten Kirre leiden, denn er gab immer so an. Lillebrohr, der hinter der Decke gesteckt hatte, trat jetzt hervor. Er hielt den kleinen Hund im Arm. Ihr werdet den besten Zaubereimacher der Welt und den berühmten Zauberhund Alberg sehen, sagte er. Wie gesagt, den besten Zaubereimacher der Welt, ließ sich eine Stimme hinter der Decke vernehmen, und hervorkam kam Karlsson. Auf dem Kopf hatte er den Zylinderhut von Lillebrors Papa und über seinen Schultern hing die karierte Schürze von Lillebrors Mama, mit einer kleinen zierlichen Schleife unter Carlssons Kinn zusammengebunden. Die Schürze sollte der Ersatz für einen schwarzen Umhang sein, wie ihn die Zauberer immer umhaben. Alle klatschten in die Hände. Alle außer Kirre. Carlsson verbeugte sich und sah sehr selbstgefällig aus. Dann nahm er den Zylinderhut ab und zeigte, dass er leer war. Genau wie alle Zauberer es immer machen. Bitte, sehen Sie her, meine Herrschaften, sagte er. Hier ist nichts drin. Aber auch rein gar nichts. Jetzt zaubert er sicher ein Kaninchen aus dem Hut hervor, dachte Lillebrur. Denn das hatte er einmal von einem Zauberer gesehen. Es würde Spaß machen, zu sehen, wie Carlsson ein Kaninchen hervorzaubert, dachte er. Wie gesagt, hier ist nichts drin, sagte Carlsson düster. Und hier wird auch nichts drin sein, wenn ihr nicht was reinlegt, fuhr er fort. Ich sehe, hier sitzen haufenweise gefräßige Kinder und essen Bonbons. Jetzt lassen wir den Hut herumgehen und dann legen alle ein Bonbon hinein. Es ist für einen sehr wohltätigen Zweck. Lillebror ging mit dem Hut herum und bald lag ein ganz hübscher Haufen Bonbons darin. Er gab Karlsson den Hut. Es klappert bedenklich sagte Karlsson und schüttelte den Hut. »Wenn er voll wäre, würde es kein bisschen klappern.« Er stopfte eins der Bonbons in den Mund und fing an zu kauen. »Es ist ein wirklich wohltätiges Gefühl,« sagte er und kaute zufrieden. Kirre hatte kein Bonbon in den Hut gelegt, obwohl er eine ganze Tüte voll hatte. »Ja, meine lieben Freunde und Kirre,« sagte carlsson »hier seht ihr den Zauberhund Alberg.« »Den Hund, der alles kann. Telefonieren, fliegen, Brötchen backen, sprechen, das Bein heben, alles. In dieser Sekunde hob der kleine Pudel wirklich das Bein an Kirres Stuhl und auf dem Fußboden entstand eine winzig kleine Pfütze. Ja, seht, ich übertreibe nicht, sagte Carlsson. Und dieser Hund kann wirklich alles. Pah, machte Kirre und rückte mit seinem Stuhl etwas von der Pfütze ab. Das kann doch jeder Köter. Aber lass ihn doch mal ein bisschen sprechen. Das wird schon schwieriger sein. <laughs> Carlsson wandte sich an den Hund. Und findest du sprechen schwierig, Alberg? Gar nicht, antwortete Alberg. Nur wenn ich Zigarre rauche. Lillebro und Gunilla und Christa zuckten richtig zusammen, denn es klang genau so, als ob es der Pudel sei, der sprach. Aber Lillebro dachte, es wird wohl Carlsson sein, der irgendeinen Trick anwandte. Und das war nur gut, denn Lillebroer wollte einen gewöhnlichen Hund haben und nicht einen, der sprechen konnte. Guter Alberg, sagte Carlsson, kannst du nicht allen unseren Freunden und Kirre ein bisschen aus dem Leben eines Hundes erzählen? Aber gern, sagte Alberg. Und dann begann er zu erzählen. Ich war neulich abend im Kino, sagte er und sprang spielerisch um Carlsson herum. Seh mal einer an. Und du warst im Kino? Ja, und neben mir in derselben Reihe saßen zwei Hundeflöhe, sagte Alberg. Nein, wirklich, sagte Carlsson. Ja, und als wir hinterher auf die Straße hinauskamen, da hörte ich, wie der eine Floh zum andern sagte Wollen wir zu Fuß nach Hause gehen oder wollen wir einen Hund nehmen? Alle Kinder fanden die Vorstellung gut, wenn auch vielleicht nicht gerade viel Zauberei dabei war. Nur Kirre saß da und machte ein hochmütiges Gesicht. Sag ihm, er soll jetzt auch mal Brötchen backen, sagte er höhnisch. Willst du ein paar Brötchen backen, Alberg? fragte Carlsson. Alberg gähnte und legte sich auf die Erde. Nee, das kann ich nicht, sagte er. Haha, das habe ich mir gedacht, sagte Kirre. Nö, ich habe nämlich keine Hefe im Haus sagte Alberg. Alle Kinder lachten. Sie mochten Alberg sehr gern. Nur Kirre fuhr fort, sich blöde zu benehmen. Lass ihn stattdessen fliegen, sagte er. Dazu braucht man keine Hefe. Möchtest du fliegen, Alberg? fragte Carlsson. Es sah beinahe so aus, als ob Alberg schlafe, aber er antwortete jedenfalls, wenn Carlsson ihn anredete. Bitteschön, ich will gern fliegen, sagte er. Aber dann musst du mitfliegen, denn ich habe meiner Mama versprochen, nie allein aufzusteigen. Und dann komm her, Albergchen, sagte Carlsson und nahm den Hund auf den Arm. Und eine Sekunde später flogen sie, Carlsson und Alberg. Erst stiegen sie bis zur Decke empor und machten ein paar Runden um die Deckenlampe und danach ging es geradewegs zum Fenster hinaus. Da wurde sogar Kirreblass vor Staunen. Alle Kinder stürzten ans Fenster und standen da und sahen Carlsson und Alberg über die Hausdächer dahinschweben. Aber Lillebror schrie verzweifelt Carlsson. Carlsson. Komm mit meinem Mund zurück. Das tat Carlsson. Er kam zurück und setzte Alberg auf den Fußboden. Alberg schüttelte sich, und er sah so verwundert aus, dass man meinen konnte, es sei der erste Flug seines Lebens gewesen. Na ja, und jetzt ist Schluss für heute. Jetzt haben wir nichts mehr zu bieten, sagte Carlsson. Aber du hast noch was, fuhr er fort und versetzte Kirre einen kleinen Knuff. Kirre verstand nicht, was er meinte. Bonbons, sagte Carlsson. Und Kirre holte seine Tüte heraus und gab Carlsson die ganze Tüte. Allerdings nahm er sich zuerst ein Bonbon heraus. So ein gefräßiger Bengel, sagte Carlsson. Dann sah er sich eifrig um. Wo ist die Schachtel für wohltätige Zwecke? fragte er. Gunilla holte sie. Sie dachte, jetzt wird Carlsson uns doch ein Bonbon anbieten, wo er so viele hat. Aber das tat Carlsson nicht. Er nahm die Schachtel und zählte hungrig alle Bonbons nach. Fünfzehn, sagte er. Reicht zum Abendbrot. Heiß auch ab, Sir. Ich muss nach Hause und Abendbrot essen. Und dann verschwand Carlsson durchs Fenster. Alle Kinder mussten nach Hause gehen, auch Gunilla und Christa. Lillebror und Alberg blieben allein zurück, und das fand Lillebror richtig schön. Er nahm den Hund in seine Arme und setzte sich hin und flüsterte mit ihm. Und der kleine Hund leckte ihm das Gesicht, und dann schlief er ein. Er ließ ein leises Schnaufen hören, während er schlief. Aber dann kam Mama aus der Waschküche herauf, und nun wurde alles so schrecklich traurig. Mama glaubte einfach nicht, dass Ahlberg kein Zuhause habe. Sie wählte die Telefonnummer, die auf dem Halsband stand, und gab Bescheid, dass ihr Sohn einen kleinen schwarzen Pudelwelpen aufgegriffen habe. Lillebrohr stand neben dem Telefon mit Ahlberg im Arm, und er flüsterte die ganze Zeit Lieber Gott, mach das denen der Pudel nicht gehört. Aber er gehörte ihnen. Liebling, sagte Mama, als sie den Hörer wieder aufgelegt hatte. Es ist ein Junge, der heißt Staffan Alberg, und dem gehört Bobby. Bobby? fragte Lillebrur. Ja, so heißt der Hund. Staffan hat den ganzen Nachmittag geweint, und um sieben Uhr kommt er und holt Bobby ab. Lillebrohr sagte nichts, aber er wurde ein bisschen weißer im Gesicht, und seine Augen sahen so blank aus. Er drückte den Pudel an sich und flüsterte ihm ins Ohr, als Mama nicht hinhörte. Kleiner Aalberg, wenn du doch nur mein Hund wärst. Aber um sieben Uhr kam Stefan Aalberg und holte seinen Bobby. Da lag Lillebrohr in seinem Bett und weinte, als sollte ihm das Herz brechen.